Bhuta-bhuteshvaraya Kala-kala-kaleshvaraya Shiva-shiva-sarveshvaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta 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 Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश बिदम निकले बहुत निकले मेरे
अरमान लेकिन फिर भी कम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले मारियो मार घाव नहीं तन पे जिन लगा तेने जाना है भाई कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जाना तिन माना है भाई गगन की ओट निशाना है भाई दाहिने सूर चंद्रमा बाहें दिन के बीच छिपाना है भाई गगन की ओट निशाना है ए भाई निशानी बारे सा 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 निशानी पाने सारे रे रे नी पानी सारे मा गरे गरे सनी सारे रे सा पानी मा पा रे गा रे मा पा रे सा 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 हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले के हर ख्वाहिश पे दम निकले Namaskaram. Namaskaram an alle. Es ist etwas früh am Abend. Wir hören einige Frösche quaken. Das erinnert mich an etwas. Es war einmal. Ich warte auf das Quack. Es war einmal ein Hase, hüpfte herum. Es war Frühling, du weißt schon. Verrückt wie ein Märzhase. Doch dann hörte er einen Frosch, der verzweifelt quakte, als gäbe es eine Pandemie. Also ging der Hase auf die Suche, von wo aus das Quaken kam. Dann fand er ein Loch, in dem der Frosch saß. Und der Hase fragte, was machst du in diesem Loch? Warum schreist du? Der Frosch sagte, ich bin in dieses Loch gefallen. Ich komme nicht mehr heraus.
Der Hase sagte, warten, ich werde eine Leiter für dich holen. Also ging er hinaus, um eine Leiter zu holen. Weißt du, Leitern stehen nicht immer einfach zur Verfügung. Du musst sie suchen gehen, auch im Yoga-Zentrum. Wenn du eine Leiter haben willst, musst du, die meisten wissen nicht, wo man eine Leiter findet, weil wir wollen nicht, dass du auf das Dach steigst. Deswegen werden die Leitern immer auf eine bestimmte Art und Weise aufbewahrt. Nach einiger Zeit also hat er die Leiter geholt und kam zurück. Aber er stellte fest, dass der Frosch bereits vor dem Loch saß. Dann fragte der Hase, wie bist du herausgekommen? Nun, nachdem du gegangen warst, kam eine Schlange in das Loch, also bin ich herausgekommen. Gerade vorhin sprach ich mit der industriellen Vereinigung im Land. Alle sind sehr beunruhigt, denn es sind keine einfachen Zeiten für dich, ein Geschäft oder eine Fabrik zu führen, denn es gibt immer Unsicherheiten bei jeder großen Aktivität. Aber im Moment gibt es zu viele Variablen und zu viele Unsicherheiten. Es gibt also echte Probleme auf dem Gebiet der finanziellen und menschlichen Angelegenheiten, in dem Sinne, dass du deine Mitarbeiter hast, tausende von ihnen, und wenn du sie ohne Arbeit bezahlst, wirst du bankrott gehen. Wenn du sie nicht bezahlst, wird ihr Leben schwierig werden. Vielleicht überstehen sie die nicht diesen Monat oder den nächsten. Aber wenn du das ganze Geld jetzt bezahlst, selbst wenn sie zur Arbeit kommen, nachdem die Abregelung vorbei ist, was auch immer du herstellst, was auch immer es ist, ob es ein Auto ist oder ein Telefon oder Kleidung oder etwas anderes, bis der Markt wiederkommt, kann es Monate dauern. So ist es. Die Abriegelung wird in einigen Wochen vorbei sein, aber wenn wir mit der Arbeit und der Produktion beginnen, wird der Markt sehr zögerlich sein. Bis er wiederkommt, wird es Zeit brauchen. Also all diese Sorgen, finanzielle Sorgen, menschliche Sorgen, verschiedene Probleme, Kredite, die du aufgenommen hast, das Geld, das du Menschen schuldest, monatliche Rückzahlungen, Bankkredite, verschiedene Dinge. All dies beunruhigt sie sehr. Also, jeder, schau, du hörst ihn. Aber diese Störung, diese massive Störung aller Geschäfte, eine ganze Nation macht eine Störung durch. Nicht nur eine Nation, fast jede Nation. Unglücklicherweise ist in einigen Nationen die Zahl der Todesopfer rasant angestiegen. Die Vereinigten Staaten haben leider 20.000 überschritten. Die Zahl der Todesopfer in der Welt hat Hunderttausende überschritten. Wie ich bereits gestern erwähnte, hat es eine ernste Besorgnis darin, dass Menschen, die infiziert und dann negativ getestet wurden, wieder positiv getestet werden. Es gibt Fälle, in denen, zum Beispiel in der Nähe von Mysore, ein bestimmtes Pharmaunternehmen Pakete aus China erhalten hat. Im Augenblick versucht China wieder sich zu beleben nach fast 2,5 Monaten Abriebelung und sie hindern alle Ausländer am Kommen, so wie die anderen vorher die Chinesen am Kommen hindern.
weil sie denken, dass es die Rest der Welt ist und nicht bei ihnen. Aber diese Person öffnete das Paket, innerhalb von 24 Stunden hatte er etwas Fieber und nun sind in diesem Unternehmen 20 Menschen infiziert als positiv getestet. Seitdem sind alle nervös, weil alle glaubten, auf einer Kartonverpackung würde das Virus nur 4 bis 6 Stunden am Leben bleiben würde. Aber dieses Paket hat China vor 72 Stunden verlassen und trotzdem hat es sie infiziert. Wir wissen nicht, ob es aus China kam oder ob es durch einen Hafen passiert ist oder ob es vielleicht in Chennai gelandet ist und sich dort infiziert hat. Niemand weiß es. Niemand ist in der Lage, dies zurückzuverfolgen. Wie auch immer, jetzt mehren sich die Bedenken. Angesichts dieser zunehmenden Besorgnis sind Menschen, die Investitionen getätigt haben, Menschen, die Geschäfte und Fabriken zu führen haben, sind zutiefst besorgt. Und die geopolitische Lage ändert sich rasch. Wer sich an die Spitze setzen wird, ist eine große Frage. Und viele Neuausrichtungen werden stillschweigend vorgenommen. Wie lange wird es still sein? Wann wird es an die Oberfläche kommen? Viele Probleme. Menschliche Aktivitäten sind so komplex geworden. Kleine Störungen könnten abgeschüttelt werden. Aber jetzt, das ist eine große Störung. Aber es ist auch eine Möglichkeit. Wenn es eine Störung gibt, gibt es eine Möglichkeit. Also, wenn eine Schlange in das Loch gekommen ist, wirst du irgendwie aus dem Loch herausspringen, weil dein Leben davon abhängt. Dies ist eine Zeit, in der die Menschen sich bereit machen müssen, in höchsten Gang zu schalten. Alle, egal welche Art von Aktivität wir ausüben, es ist wichtig, dass du in Topform bist. Denn die Art und Weise, wie du in der Vergangenheit Dinge gemacht hast, wird in den nächsten 6 Monaten vielleicht nicht mehr funktionieren. Es funktioniert vielleicht einfach nicht. Für eine Nation, für eine große Industrie oder ein großes Unternehmen oder für Kleinbetriebe, mittelständische Unternehmen und für einzelne Unternehmen, für einzelne Personen und Institutionen, die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit funktioniert haben, wenn die Abriegelung und die Unterbrechung lange genug andauert, mögen viele Dinge, die wir als Erfolgsinstrumente kannten, in den nächsten 6 Monaten könnten bedeutungslos werden. Es ist möglich, ob wir so weit gehen oder ob wir uns zuvor erholen werden. Unsere Hoffnung ist, dass wir uns zuvor erholen werden. Aber es ist sehr wohl möglich. Niemand schließt diese Möglichkeit mehr aus, weil niemand in der Lage ist, zu prophezeien. Nun sagen die chinesischen Wissenschaftler, die dies untersucht haben, die sagen jetzt, dass die Entfernung, die das Virus zurücklegen kann, 4 Meter beträgt und nicht 2 Meter, wie sie anfangs sagten. Es gibt nicht genug Platz auf der Welt für 7,6 Milliarden Menschen, um überall einen Abstand von 4 Metern zu haben. Die meisten Wohnungen reichen nicht aus, damit 4 bis 5 Menschen, die in einer Familie leben, 4 Meter Abstand halten können. Und jetzt sagen sie, auf Metalloberflächen kann es viel länger dauern. Früher sagten sie, es könne bis zu 12 Stunden leben. Jetzt sagen sie, es bis zu 72 Stunden kann es leben. Vor allem auf den Krankenhausböden haben sie festgestellt, wo die virusinfizierten Patienten sind, ist der Krankenhausboden ein Infektionsherd ist. Das gesamte medizinische Personal trägt also Anzüge, Schutzkleidung und Brillen, aber es scheint, es sind ihre Schuhe, die maximale Virusinfektion in die Welt hinaustragen, aber sie wechseln ihre Schuhe nicht. In der Regel lassen sie ihre Schuhe an. Nur einige wechseln die Schuhe. Alle anderen wechseln Anzüge, Gesichtsmasken und alles andere, aber die Schuhe nehmen alles mit. So gibt es jeden Tag Neuigkeiten, weil das ist eine neue Sache. Niemand weiß wirklich genau etwas. Also, je mehr diese Informationen auftauchen, desto mehr Verwirrung, Angst und Panik herrscht überall. Wie lange wird es dauern? Wird es uns völlig zerstören? Was wird geschehen? Ja, sicher.
die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte geführt haben, wie wir viele Dinge abgewickelt haben, viele Aspekte davon können, je nachdem, wie lange es dauert, zu einem Ende kommen, so wie wir die Dinge bisher kannten. Was sind unsere Methoden für Erfolgen? Diese Methoden können in 3 bis 6 Monaten irrelevant sein, je nachdem, was es tut und wie viele Menschen es tötet. Soweit wir jetzt wissen, ist das einzig Sichere, was wir wissen, dass nun, ja, einige Tiger haben es, einige Hunde haben es, aber sie sagen, dass sie zu wenig ansteckend sind, um sie an jemanden weitergeben. Sie haben leichte Infektionen. Es ist also weitgehend nur der Mensch, der es weiterträgt. Eine Sache, die wir sicher wissen, ist also, dass wenn wir genügend Abstand halten, können wir daraus herauskommen, als eine kleine Verirrung unserer Generation hervorgehen. 100.000 Menschen sind nicht sehr unbedeutend, aber wenn man die bedrohende Möglichkeit einer Katastrophe in Betracht zieht, gelten 100.000 Menschen in der heutigen Welt, in der heutigen Lage eher als unbedeutend. Also jetzt, da die Schlange nun in das Loch eingedrungen ist, muss jeder zu seiner vollsten Leistungsfähigkeit springen. Jeder von euch, wo auch immer ihr seid, was immer ihr in eurem Leben tut, ihr müsst zu eurer vollen Leistungsfähigkeit kommen. Dies ist die Zeit. Dies ist die Zeit eures Lebens, in der das Beste in euch als Mensch, als arbeitender Mensch, in welchem Beruf auch immer wir arbeiten, in welchem Geschäft wir auch immer tätig sein, wir müssen unser Bestes geben. Denn jetzt ist die Schlange im Loch. Und wenn du nicht springst, ist das dein Ende. Nun, versuche nicht, ein düsteres Bild zu zeichnen. Das ist die Realität, in der wir existieren. Ob wir siegreich daraus hervorgehen und mit Stolz zurückblicken, wie wir daraus hervorgegangen sind, oder ob wir mit einer totalen, deprimierten Enttäuschung darüber zurückblicken, wer wir sind und was mit uns geschehen ist, hängt einfach davon ab, wie viel Abstand wir halten. 4 Meter. Als wir uns dies ansahen und gestern diese ganze Sache, bei der es darum geht, einen vom Kindergartenkind ein Gefühl von Wettbewerbsfähigkeit zu vermitteln, überall, ich will die Nummer eins sein, ich will die Nummer eins sein, das kann in einer Situation wie dieser enorm schädlich sein. Dies hier erfordert eine sehr einheitliche Aktion, keine Wettbewerbsaktion. Der Mensch braucht jetzt eine sehr einheitliche Aktion. Wenn wir miteinander konkurrieren, nun, dann können wir beide gehen. So ist es nun einmal. Wir müssen also die dumme Erziehung aufgeben, die dir in den Kopf gesetzt wurde, dass du immer die Nummer eins sein musst. Nummer eins, Nummer eins. Du musst auch Nummer eins sein beim Gehen. Ja? Wenn du immer denkst, dass alles ein Rennen ist, dass das Leben selbst ein Rennen ist, dann musst du natürlich als Erster die Ziellinie erreichen. Der Virus wird dir helfen. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Spannung im Kopf, die wir erzeugt haben, abbauen. Wir wollen die Nummer eins sein. Wenn ich hier 10 Minuten lang mit geschlossenen Augen sitze, gehen sie vielleicht alle weg. Sie können mein Essen aufessen. Die ganze Zeit Wettbewerb. Das muss weniger werden. Wenn wir uns in einer solchen Situation vernünftig verhalten müssen, dann muss das weniger werden. In allem, was die Menschen denken, dass sie sein müssten, sie müssen Erster sein, dies geschah. Außerhalb der Entbindungsstation warteten ein paar Männer, weil ihre Frauen in einem großen Krankenhaus in den Wehen lagen. Shankaran Pillai wartete ebenfalls, seine Frau ebenfalls. Die Krankenschwester kam heraus, ging zu einem bestimmten Mann und sagte, Herr Thompson, Sie haben einen sehr gesunden Jungen bekommen.
Dieser Mann wurde sehr glücklich. Shankaran Pillai sah ihn an und sagte, was zum Teufel, ich kam vor ihm hierher. Sie haben ihm einen neugeborenen Jungen gebracht? Ich war vor ihm da. So funktioniert das Leben nicht. Also, dies ist ein guter Zeitpunkt für uns, viele Dinge zu korrigieren, die wir als menschliche Gesellschaft falsch gemacht haben. Dies ist definitiv eine gute Zeit, das zu tun. Wie ich bereits gesagt habe, wenn wir alle auf allen Ebenen, körperlich, geistig, emotional und in Bezug auf unsere Arbeit, nach einer 10%igen Verbesserung streben, wenn wir dies in den 3-4 Wochen, die uns zur Verfügung stehen, erreichen, dann werden wir, egal wie die Situation aussieht, das Beste daraus machen, was wir können. Das ist alles, was wir als menschliche Wesen tun können. Behandeln wir alles nach bestem Wissen und Gewissen? Oder sind wir durch unsere eigenen Gedanken, Gefühle, Ängste, man kann es auch Angst, Panik, dies, das, Anspannung nennen, es sind nur deine eigenen Gedanken und Gefühle, die dich durcheinander bringen? Wenn es etwas Wichtiges zu tun gibt, werden wir unsere Hände dafür benutzen oder werden wir uns selbst ins Gesicht schlagen? Das ist alles, was es bedeutet. Das ist alles, was es bedeutet. Es ist also die Zeit, in der alles, was wir haben, genutzt werden muss, sodass es uns und der Welt, in der wir leben, zugutekommt. Dies sind herausfordernde Zeiten. Herausforderungen lassen die Menschen aufsteigen. Einige Menschen werden sich erheben, einige Menschen werden zusammenbrechen. Leider ist das die Realität. In der heutigen Welt, in der die Kommunikation in der Welt so gut ist wie noch nie zuvor, in der Technologien, die uns unterstützen, damit wir nicht wie ein einziger Mensch werden, sondern damit jeder Mensch die Arbeit von 100 Menschen erledigen kann. Wenn solche Fähigkeiten vorhanden sind, müssen wir auf dieser Herausforderung reiten und dürfen uns nicht von ihr erdrücken lassen. Wenn du ein guter Wellenreiter bist, wäre dein Traum ein Tsunami. Ein Tsunami wäre in deinem Kopf keine Katastrophe. Du würdest von einem Tsunami träumen, die Welle, die du reiten kannst. Das heißt, wenn du ein sehr guter Wellenreiter bist. Nun, ich bin nicht so gut, was soll ich tun? Das ist nicht der Punkt. Jeder muss in der Lage sein, sein Bestes zu geben. Es gibt Situationen da draußen, es gibt Hindernisse, Herausforderungen. Aber der eigene Verstand, die eigene Emotion, die eigene Einstellung darf nicht zum Hindernis und zur Herausforderung werden. Wenn du keine Herausforderung für dich selbst bist, werden wir den Rest nach bestem Wissen und Gewissen handhaben. Das wird die Menschheit in vielerlei Hinsicht zusammenführen. Zumindest für die nächsten Monate gibt es einen gewissen Zusammenhalt. Es gibt ein gewisses Maß an Zusammenarbeit. Die Welt denkt mehr als eine Welt, denn als einzelne Nationen. All diese Dinge geschehen in der Welt. Das müssen wir nutzen, um diese Herausforderung zu meistern. Fragen? Diese Frage stammt von Damien Castellano. Lieber Sadhguru, ist er Italiener? Klingt so. Lieber Sadhguru, ich finde es viel einfacher, das Wunder in der Natur zu sehen, als in der Menschheit. Wie sehe ich in den Menschen das gleiche Wunder, das ich im tanzenden Pfau sehe? Nun, it's a human being, right? Ist es ein Mensch? No, I'm thinking if a bird. Nein, ich überlege, ob ein Vogel die Frage stellt. Nun, Menschen haben nicht so einen wunderbaren Federschmuck wie der Pfau. We don't have. Haben wir nicht. We can put it on, you know. Wir können ihn aufsetzen. But it's just put on. Aber es ist einfach aufgesetzt. Es ist nicht wie die Federn eines Pfaus. So, it's easy. Es ist also leicht, to see wonder in things, Wunder in Dingen zu sehen, but which mit you denen don't have to share anything. Man nichts teilen muss. You know, there is a whole, weißt du, es gibt eine ganze wachsende Kultur in der Welt, in der die Leute sagen, ich liebe die ganze Menschheit, aber den nächsten Menschen, der hier sitzt, den kann ich nicht ausstehen. It's very easy.
Es ist sehr einfach, Gott zu lieben, zum Beispiel. Weil er kommt nie und sitzt mit dir am Esstisch. Vielleicht darfst du seinen Namen übernehmen, aber wenn er beim Abendessen sitzt, dann gibt es ein Problem. Weil er kommt nie zu dir, ist dir sehr klar, dass selbst das, was du ihm anbietest, nur du zu essen bekommst. Ja, ja. Wenn er anfängt zu essen, die werden die Opfergaben. I must tell you. Ich muss euch erzählen. Dies geschah. Dies ist eine interreligiöse Bettlervereinigung. Also, es gibt nur drei Mitglieder. Ein hinduistischer Bettler, ein christlicher Bettler, ein islamischer Bettler. So they said, sie sagten, weißt du, sie sind sehr religiös, aber wegen ihrer wirtschaftlichen Lage müssen sie zusammen sein, sonst würden sie einander bekämpfen. So one day they met. Eines Tages trafen sie sich also unter einem Baum. And then the Hindu beggar. Dann wollte der hinduistische Bettler zeigen, dass er wirklich ein Anhänger ist. Er sagte, seht, jeden Tag, was auch immer für Geld und Zeug, im Allgemeinen das Geld, das zu mir kommt, das in Form von Münzen und verschiedenen kleinen Banknoten kommt, ich schreibe ein großes Om. Om. Und dann werfe ich das Geld hoch und was immer auf dem Om landet, gehört Shiva. Der Rest gehört mir. I am a real devotee. Ich bin ein richtiger Anhänger von Shiva. Das Om ist, du weißt, schon ein großer Schwanz und dies und die, all das. The Muslim beggar. Der muslimische Bettler sagte, auch ich mache etwas Ähnliches, aber für uns liegt die Heiligkeit des Mondes im Ersttagsmond, der eine schmale Sichel ist. Ich zeichne das Bild eines, ihr wisst schon, des Ersttagsmondes. Dann werfe ich das Geld, was auch immer auf dem Mond landet, gehört Allah, der Rest gehört mir. Dann fragten sie den christlichen Bettler, was machst du? Er sagte, ich nehme das ganze Geld und werfe es hoch. Was auch immer ihm gehört, wird er behalten, der Rest. Ebenso ist es leicht, einen wilden Vogel zu lieben, der tanzt, was Schönes, weil er nichts von einem verlangt. Er mag dich nicht einmal. Er hält nicht viel von dir. Hast du gesehen, wie unser Pfau dich anschaut? Er hält nicht viel von dir. Es gibt also nichts, was du ihm anbieten musst. Es gibt nichts, was du tun musst. Du kannst die Dinge einfach aus der Ferne genießen. Das ist der Grund, warum, weißt du, die Leute jetzt voller Liebesaffären sind, die sich auf dem Facebook, TikTok und was auch immer, Instagram und wo auch immer abspielen, weil man sie nicht treffen muss. Man muss nichts mit ihnen teilen. Du musst nicht draußen vor der Toilette warten, wenn sie sie benutzen. Du musst dich nicht in einer Schlange hinter ihnen anstellen, nichts. Sofort alles. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es abschalten und den Account löschen. So kommt der Pfau, tanzt und es gefällt dir und er verschwindet, kein Problem. Du musst ihn nicht beherbergen. Tu eine Sache, halte den Pfau 3 Tage lang in deinem Schlafzimmer. Er wird überall hinscheißen und in der Nacht macht er sehr lautes Geräusch. Leute wissen das vielleicht nicht. Jeden Tag sitzen sie auf dem Dach der Städte, wo ich bin, und papu, papu, papa, fangen sie am Morgen an. Also behalte den Pfau 3 Tage lang in deinem Haus. Dann werden wir sehen, wie sehr. Also, der Mensch ist eine schwierige Spezies. Das gilt auch für dich. Also,
Mach daraus, schau, wir sprechen nicht davon, nach Rasse, Religion, Kaste, Glaube, Geschlecht zu unterscheiden. Darüber wird viel geredet. Ich sage dir, zieh nicht mal diese Grenzen zwischen den Spezies. Warum? Ich liebe Affen, aber ich kann Menschen nicht lieben. Das heißt, es gibt ein evolutionäres Problem in dir. Ich liebe die Affen, aber ich kann die Menschen nicht ausstehen. Was heißt das? Du magst die Evolution nicht. Es sieht faszinierend aus, wie der eine Affe springt von Ast zu Ast. Faszinierend. Nur für einen Tag lass dein Fenster offen in Shivapadam. Ein paar Affen kommen in dein Zimmer und du bist erledigt. Sie fressen, sie toben, sie werden überall hinscheißen, sie zerstören alles, was da ist, und weg sind sie. Jetzt kommst du und sagst, oh, meine lieben Affen, was für eine Arbeit haben sie ihr geleistet? Nein, so geht es nicht. Es ist okay, du genießt zumindest die Vögel. Es ist gut. Es ist eine Art... Eine Art Hobby, Ornithologie, ja, du genießt die Vögel, du studierst die Vögel oder genießt die Vögel, Vogelbeobachtung. Aber die gleichen Vögel, wenn sie in dein Zimmer kommen, dann ist es etwas anderes. Das Problem mit Menschen ist, dass du ihnen überall begegnest, in deinem Haus, in deinem Büro, sie sind überall. Sie tanzen nicht einfach irgendwo weit entfernt. Würden sie nur weit entfernt tanzen, du würdest sie auch lieben. Das Problem ist, du musst mit ihnen arbeiten, du musst mit ihnen leben, du musst sie managen, jeden Tag. Das ist das Problem. Also, ich möchte, dass du das verstehst. Es ist nichts Falsches daran, dass du einen tanzenden Pfau bewunderst und ihn liebst. Vollkommen okay, du musst ihn auch lieben, wenn er nicht tanzt. Das ist bestens. Aber der Frosch, der sagt, wo ist die Schlange? Wenn es Pfaue gibt, fressen sie die Schlangen auf. Alle paar Tage bringe ich Schlangen mit und lasse sie im Garten. Aber diese Pfauen fressen sie im Nu auf. Die Pfaue gefallen dir. Ich mag sie auch, aber ich hätte auch gerne einige Schlangen, die sich ebenfalls bewegen, aber sie werden alle im Nu aufgefressen. Es ist also leicht zu lieben, wenn man Abstand hat. Schau, viele Menschen in dieser Viruszeit, worüber beschweren sie sich? Über ihre Liebsten, mit denen sie im Haus eingesperrt sind. Großer Ärger. Häusliche Gewalt hat 100% zugenommen, sagen einige Leute in einigen Ländern. Alle möglichen Probleme. Jeder fragt nach Rat, was man tun soll, wie man mit dieser Familie umgehen soll. Das sind die gleichen Leute, die du vermisst hast, weil sie jeden Tag ins Büro gingen. Warum bist du so lange weg? Aber jetzt sind sie zu Hause und Ärger kommt. Abstand ist eine wunderbare Sache. Der Tod ist eine fantastische Sache. Schau, tote Menschen werden immer von allen geliebt. Hast du das gesehen? In dem Moment, in dem sie tot sind, werden sie plötzlich anbetungswürdig. Warum hast du sie nicht angebetet, als sie noch lebten? Wie kommt es, dass in dem Moment, in dem sie tot sind, sie anbetungswürdig werden? Überall auf der Welt stellt man sie auf und tut dies, stellt Blumen auf und tut alles, nur weil sie tot sind. Als sie noch lebten, wolltest du es nicht tun, aber wenn sie tot sind, tust du es. Das heißt was? Nein, ich will es nicht sagen, du weißt schon. Als sie noch lebten, hast du mit ihnen gerungen. In dem Moment, in dem sie sterben, verehrst du sie und vermisst du sie und liebst du sie. Was hat das zu bedeuten? Du wartest wahrscheinlich, das ist nicht gut, überhaupt nicht. Schauen wir uns das also genau an. Dein Problem ist, dass du deine Persönlichkeit definiert hast, ausgeprägt hast. Du suchst nach etwas, das nicht auf deine Persönlichkeit trifft. Aber Menschen
Weißt du, nicht jeder Mensch respektiert deine Grenzen. Sie treten darauf unvermeidlich, einige von ihnen aus Unwissenheit, andere aus Absicht wie ich, weißt du. Immer aus Absicht. Auf deine Grenzen treten. In dem Moment also, in dem jemand auf deine Grenzen tritt, wird diese Person gefühlt zu einem Problem. Der Pfau ist im Moment außerhalb deiner Grenzen. Er sieht sehr schön aus. Wenn er in deine Grenze überschreitet, wirst du ihn auch als großes Ärgernis empfinden. Ja, das wirst du. Ob es ein Pfau oder ein Vogel oder ein Affe oder ein Esel oder was auch immer ist, von Weitem ist alles schön. Aber im Moment gibt es einen Abstand zwischen dir und diesen Kreaturen. Du genießt es. Genieß es, dass es daran ist alles in Ordnung, nichts falsch. Aber das Wichtigste ist, wenn du ein wenig Abstand zwischen dir und deiner eigenen Persönlichkeit schaffst, wirst du sehen, du wirst sogar Spaß an dir selbst haben. Und wenn du Spaß an dieser Person hast, wirst du sehen, jeder ist wunderbar. Ja? Du verstehst das nicht. Ich sage, hast du einmal Spaß an dieser Person, sind offenbar alle fantastisch. Du kannst alle genießen. Denn jetzt siehst du die Menschen, wie sie sind, ohne in einem festen Rahmen, in den sie reinpassen müssen. Sie passen da nicht rein. Deshalb haben wir in Indien die Eigenschaften eines Gottes so angelegt, es ist unmöglich, diesen Menschen zu akzeptieren, wenn er hier wäre. Weißt du, ein Krishna, ein Rama, ein Shiva, du kannst diese Menschen nicht akzeptieren. Frag die Damen, ob sie einen Rama als Ehemann in ihrem Leben akzeptieren. Sie werden das nicht. Frag sie, ob sie Krishna als Ehemann in ihrem Leben akzeptieren. Das werden sie nicht, weil es zu viel Mühe macht. Aber mit 6000 Jahren Abstand, wie wunderbar sie aussehen, wie fantastisch. Und Shiva, unmöglicher Mann. Okay? Er ist einfach alles und jedes, das man sich vorstellen kann. Nun, das war der Charakter eines Gottes, wurde so konstruiert, dass wenn du ihn wirklich so siehst, wie er ist, und ihn trotzdem absolut akzeptieren kannst und ihn verehrend und würdigend ansiehst, akzeptierst du Shiva, so wie er ist, wirst du kein Problem mit einem einzigen Menschen auf der Erde haben. Also musst du das tun. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahadeva